Wo ist er? Olga Mine. Oi, 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 zünd's, Olga. Ich will sehen, was passiert. Bitte, Olga, aktiviert die Mine. Ausrichten. Aufbauen. Hokinata, ich finde ihre Dingens Reserve sehr sympathisch. Prototyp spielt Doppelfeldkanone, okay. Wow. Der Prototyp mag grad wirklich langsam Einheiten spielen. Ich glaube, der Prototyp sitzt einfach da und spielt nicht mal mit einer Hand das Spiel. In so einem Chiller-Modus ist der gerade unterwegs. Field Cannon Only. Nee, das funktioniert nicht. Prototyp, hören Sie auf mit diesem Quatsch. Das funktioniert wirklich nicht. Die machen keinen Schaden, die treffen nicht. Und der Gegner spammt ja erstmal komplett Infanterie rein. Du wirst... Also, das ist ein Quatsch. Unterlassen Sie dies sofort. Ach, da gibt's Grenadiere. Ich dachte eigentlich, dass da Medics liegen könnten. Das bin ich schon irritiert. Ich mach das schon, pass mal auf. Oh no. Jetzt wird's richtig wild. Der Prototyp, der alte Meme-Lord. Ist doch auch so ein Begriff, oder? Ich bin ja mit Memes nicht so bewandert, aber ich glaube, den Begriff Meme-Lord gibt. Der klaut mir jetzt einfach so meinen Ressourcenpunkt. Jetzt wird's frech. Das Dreieck der Verdammnis hier. Weggelasert. Muss ich jetzt meine formidable Dreieckstellung aufgeben? Nee, oder? Gut. Öl wurde erfolgreich ausgebaut, meine Herren. Und Eisen ist auch im Ausbau. Alles für Sie. Hä, wo bin ich jetzt? Ach, nee. Baut man die doch... Ach, ich dachte, man baut die Exosuits in... Okay, Grossas baut man doch im... Baut man Grossas in der Kaserne? Ich dachte, baut man im Workshop. Und dann hätte ich gedacht, dass bei Polanyi auch so ist. Aber man braucht... Ich bin irritiert. Hochgradig irritiert. Hochgradig irritiert. Naja. We're here to help. Enemy unit spotted. Workshop reporting. No sitting around. Multiple enemies spotted. Building finished. The enemy is capturing our pump. Enemy unit spotted. Unit 8, we'll do it. Open fire. More volunteers. Man baut die Rikers wirklich hier in der verbesserten Kaserne. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Okay, wir haben die hinterste Linie Ressourcen ausgebaut, meine Damen und Herren. Ich bin sehr stolz auf Sie.
machen sie genau so weiter. Gut, das bekommen wir nicht. More sandbags to fill? Engineers under fire! A unit has become veteran. Dann bauen wir das mal hier aus. Hier im Dreieck der Verdammnis machen sie erstmal gar nichts, die Gegner. Das ist auch sehr schön. Aber wir haben halt auch diesen Troll-Prototype im Team. Couldn't have run further if we wanted. Wherever we're needed. Uh-huh. Sounds good. Yes. Engineers ready to redeploy. Aber alles kein Problem. We're on it. Building upgrade complete. More Polaryon assets are now available. Make it quick. It's going to be alright. Ah ja. All or nothing. Look sharp now. You have orders. A unit has become veteran. Taking fire. That looks safe enough. Quickly. Our workshop is being targeted. Building finished. Yes. Get back to safety. Reserve forces have arrived. Wir sind schon wieder ein bisschen im Aggro-Modus. Aber Feldkanone ist ja eine ziemlich gute Einheit. Da kannst du ja Mechs später abwehren und alles. Also das passt schon, Prototyp. Die Rikers kostet auch ganz schön viel Cash. Eisen heißt nicht Cash, aber das ist in Ordnung. Something done? Enemies! A bunch of them! Polanians need help? They are good as dead. Watch that fire! We can build more with this iron. Da poopy poopo. Armored infantry ready to go. Enemies here! We are ready to go to the guy to shoot fire! No one round. Save it! Wie viel Schaden macht eine Granate auf diese Rikers? Uiuiui. Ui. Aber wir haben ja hier einen First Aid stehen. Das ist gut. Aber ich bin gewarnt. Dachte ich nicht. Hier ist schon wieder ein Wojtek rumbrüllen. Also Viktor Popov wird gleich tot gehen, wenn der Polanier-Reiter auf ihn losgeht, aber geile Stellung, war Doppel-LMG hier. Das ist ja wirklich der Schützengraben der Verderbnis. So wird er auch offiziell in den Geschichtsbüchern genannt dann später. Drei Rikers gegen einen Strassnik, da hat er der Strassnik gar keinen. Autsch. Was ist denn eigentlich, haben die Veterancy-Fähigkeit? Ja, verringert eingehenden Schaden auf Kosten der Bewegungsgeschwindigkeit. Der Skill ist aber neu, oder? Den habe ich ja noch nie in meinem Leben gehört. Die sind ja absolut OP eigentlich, die Rikers. Die können Sachen einnehmen, können schießen, Schaden verringern. Coole Einheit. Gut, Schaden müssten sie jetzt schon mal machen, so. Ach so, das ist, muss, ist auch wieder so mit solchen Tierschaltung. I see.
Ich baue ein Exosuit. So, die Feldkanonen rollen los. Schön. So, jetzt mal meinen Schaden sehen hier, meine lieben Exosuitieren. Leute, sehr gut. Siegpunkte technisch sind wir jetzt natürlich nicht so gut aufgestellt. Die müssen ein bisschen mehr Schaden machen, die. Also sie sind schon ganz gut so. Aber ich bekomme auch keinen Trupp tot. Vielleicht jetzt. Okay, hab nichts gesagt. Wirklich gar nichts habe ich gesagt. Oh, ein Mollknie. Das ist nicht ganz so gut. Okay. Der Mollknie ist Geschichte. Ja, ja, die Feldkanonen platzieren sich, sehr schön. Und lasern Einheiten weg. Was macht... Oh, aui, aui, Reiter. Konnte ich die Reiter vertreiben? Ich hoffe doch. Okay, wir müssen irgendwas gegen die Siegpunkte unternehmen. Ah, oh, es juckt schon wieder. Lots of movement over here. Help.
Alter! Wenn er mit so einer 4er, 5er Salve Rikers auf so einer Skybank schießt, das ist doch saftig, knaftig. Vielen Dank für das LMG-Geschütz hier, das ist sehr geil tatsächlich. Okay, machen wir ganz kurz einen vollen Rikers Retreat, weil das ist mir gerade ein bisschen zu chaotisch. Alter, wie die rüber spammen, aber das ist gut, ihr könnt euch ausbreiten. Und die machen gegen die Rikers auch nicht so massiv viel. Ah, wenn die das gleich reinheizen können, das wird feierlich. Zaubern, diese Armee! Ah, jetzt kommt alles zum Hokinata. Nachdem das alles bei mir war, laufen sie jetzt alle zum Hokinata rein. Was? Ich habe einen Squad gelost. Nee, nee, nee. Das ist Fehlansage. Weiß ich jetzt schon. Stimmt nicht. Ach, da sind noch welche. Ja, ja, ja. Ich hab's gewusst, ich hab mehr. Der Prototyp. Ey. Lauter Feldkanonen mit schon Veteran ziehen. Ne? Was? Infanterie gegen Kal... Alter, und der Blitzschlag. Britzel, britzel, britzel. Herrlich. Man sieht die aber auch ganz schön schlecht. Schauen schon ganz witzig aus, wie so kleine Ritter eigentlich. Da kann ich noch mehr davon bauen, ne? Das ist schön. Das ist ja echt absurd, dass diese Feldkanonen nicht auseinanderfallen. Alter, die machen schon ganz schön viel Gebäudeschaden. Was haben die für ein Waffensystem, dass das so reinknallt? So, jetzt kommt's mal her hier, ihr roten Polanyats. Die Granate schmeckt halt erst einmal nicht so ganz. Oh ja, ein Smelly. Auf den habe ich jetzt tatsächlich am meisten Lust. Ja! Da ist doch nichts mit weglaufen. Jetzt bin ich auch in Tank-Modus gegangen. Ja, witzig eigentlich. War ein guter Call, Mr. Hawking hatte, dass die Einheit eigentlich ganz cool ist. Mir würde es interessieren, wenn jetzt ein Kaiser kommt. Gut, da müsste man sich ein bisschen auftrennen, weil die natürlich zu sehr auf einem Fleck stehen. Aber was die machen, wenn da so ein Kaiserchen reinheizt oder wenn ich den Kaiser umrunde, der hat da, glaube ich, sieht da auch kein Land mehr.
Rika machen die Frontlines mehr die Backline. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Man sollte es ja auch nicht so spielen, alles auf einen Haufen. Er sprengt mir die ersten Linien weg. Das ist nix. Das ist halt nix. Hier ist dann die offizielle Sammelstelle. Wenn es Feueralarm gibt und so, treffen sich hier die Rikers auch immer. Boah, ist auch Olga-Mine. Oi, 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 zünd's, Olga! Ich will sehen, was passiert. Bitte, Olga, aktiviert die Mine. Oh, es ist ja wunderschön. Wie sieht's an der Feldkanonenfront aus? Stehen einfach. Alter, Victor Level 4 brutzelt halt auch richtig rein. Alter, dieser Hawkinator mit seinen Smerlis. Schön. Oh, eine Feldkanone ist natürlich der natürliche Feind eines Rikers. Oder auch nicht. Oh, ein Kolo-Köhlchen. Ah ja, die schauen auch mal schön zu. Die genießen den Ausblick, Mr. Hawk. Die erfreuen sich einfach ihres Lebens. Ein Hoch auf die Pazifisten. Oh no, dreifacher Feldkanonenbeschuss. Das ist wie so Büchsen schießen oder so auf den Jahrmarkt. Also ich würde die verschonen, die haben es verdient. Alle gegen die Mauer. All die armen Rikers hier, die sind alle fast tot. Alter, diese Rifle haben jetzt einfach schon zwei Rikers weg und drei weg. Oh, belastend. Diese Feldkanonenarmee einfach. Von wegen kein Schaden. Gut, das hat wahrscheinlich alles der Victor gemacht, oder? Den Schaden. Okay, man braucht einfach kein Öl, wenn man Rikers spielt, fällt mir gerade auf. Ich habe einfach 1400 Öl und kein Eisen. Dies ist ja schade. Oh, Grossis, das ist doch, die kommen genau richtig. Oh, alle verloren, ey, meine armen Rikers, durch die Olga. Das größte Ding war echt diese Olga. Mine. Ja, so zur Beimischung sind diese Rikers vielleicht ganz angenehm. Nur eine relativ hohe Schussrate, was natürlich auch bezaubernd ist. Und die waren so leichte Mechs schon echt. Also in der Kombi, natürlich sind es auch sau viele, die ich gebaut habe, so. Und die kosten halt schon nicht wenig Eisen. Also, ich bin mir über den Anwendungsbereich noch nicht ganz sicher. Ja, Leute, beenden wir's, oder? Oder warten wir, bis ein Prototyp seine Feldkanone in der Basis ankommen. Neun Feldkanonen an der Front und hinten rollt auch noch eine.
2, 3, also 11 Feldkanonen, wenn ich richtig zählen kann. Fertig. Ich weiß noch nicht so. Bin noch nicht ganz so überzeugt. Okay, eigentlich muss man einmal den Durchgang anschauen, wenn alle Feldkanonen auf ein Gebäude schießen, was da passiert. Aber war die KI auch schon mal besser oder war es einfach, weil wir 3 gegen 3 gespielt haben? Boah, bitte mach wirklich, dass alle Kanonen gleichzeitig oder ungefähr gleichzeitig auf ein Gebäude schießen. Wir sind 3 Spieler, die es können. Grad 4. So, ich würde sagen, einfach aufs Hauptquartier feuern mit allen Feldis. Ausrichten! Aufbauen! Ja, und einfach! Er hat einfach noch. Da heizt er irgendwie 10 Feldkanonen auf einen Rifle, wenn Trupp 2 Salven und er hat immer noch. Oh, jetzt haben sie getroffen. Oh, oh! Der arme Rifle, wenn Trupp. Er ist einfach so übermotiviert. Der Typ ist so übermotiviert. Er ist einfach unzerstörbar! Okay, das war's an der Stelle komplett. Bitte mal alle aufs Hauptgebäude schießen lassen, oder irgendwie so. Ausrichten! Oh, der ist da. Autschi! Das ist so dämlich, wenn sie alle Feldkanonen auf eine Einheit schießen, auf eine Infanterieeinheit. Das ist einfach mal gespammt, das ist geil. Also mal so im Vergleich, Feldkanonen machen schon echt relativ wenig Schaden auf Gebäude, so wenn man es mit Kolokuls vergleicht oder so. Unterwältigend, ja. Das ist wirklich ein sehr guter Begriff dafür. Einfach wirklich unterwältigend.